meiner. Und der ist meiner. Und der da. Und der ist meiner und der. Du kriegst sie, wenn du sie benennst. Ich kann es nicht glauben, dass das alles hier bald mir gehört. Wohl eher uns und der Bank. Ich denke, das Gemüsebeet kommt hierher. Doppelt so groß wie das auf Trovers. Also eigentlich stehst du im Wohnzimmer, verstehst du? Und die Küche ist da drüben. Ich schätze, das Krüger kommt in ein paar Tagen. Ehrlich? Gibt es denn kein netteres Wort für ein Alpaka-Baby? Alpakerchen. Claire, wir verpassen den Flieger. Ja, ja. Fang ruhig schon mit der Tränke an. Hier wird alles gut laufen. Macht's gut. Wiedersehen. Wir werden schon sehen, was Sie davon haben. Ach, Alex weiß, was er tut. Ich meinte Melbourne. Wenn ich dich so in den Armen halte, bedeutest du mir alles. Kann ich auch mal was sagen? Wenn du schnell machst. Ich liebe dich. Noch hier. Du hast auf meinem Arm geschlafen. Ich konnte ja nicht weg. Oh, entschuldige. Was ist so komisch, hä? Mit dir hier zu sein. Komisch, haha, oder? Ich finde es gut. Sag mal, wann hast du gemerkt, dass du mich magst? Ich erinnere mich nicht, dass ich dich jemals nicht mochte. Und hast du schon eine Ahnung, wie wir das den anderen beibringen? Ich schätze, die kommen von selbst dahinter. Also, die Hochzeit. Wie wär's mit nächstem Monat? Oh nein, da pflanze ich Luzerne. Was ist mit dem Monat darauf? In der ersten Woche Konferenz in Sydney. Danach ja. Vielleicht. Nein, da ist eine wichtige Vieh-Auktion. Naja, dann ist schon Weihnachten. Da hat es keinen Zweck, was zu organisieren. Bis heute habe ich gedacht, sich zu verlieben soll das Schwierigste sein. Warte nur, bis wir uns über die Sitzordnung einigen müssen. Und wo bleibt die Romantik? Oh. Dafür haben wir den Rest unseres Lebens Zeit. Bitte sehr, Samstag, der 29. Wir versprechen einander, uns zu lieben und zu achten. Und fertig ist der Lack. Das war's dann. Ich trage es erstmal mit Bleistift ein. Mit Tinte. Je eher ich dich an mich binde, desto besser. Du wirst es nicht fassen. Was? Na, sieh's dir an. Ich komm gleich. Warte nicht zu lang. Alles okay? Ja, bestens. Findet die Zitze nicht. Jetzt knabbert sie an der falschen Stelle. Muss man sich da schon Sorgen machen? Glaube ich nicht, aber Tess ist die Expertin. Also, was meinst du? Tess? Tess? Also, wenn sie nicht sorgt, müssen wir die Mutter melken. Ich habe noch nie einen Alpaka gemolken.
Soll ich Dave anrufen? Nein, der hat viel zu tun. Ich guck mal, was ich im Internet finde. Brustkrebs. Unmittelbare Familienmitglieder mit Brustkrebs. 2 bis 3 Mal wahrscheinlicher. Was gefunden? Hast du das gesehen? Was denn? Also, ich glaube, da hat sich was bewegt, da hinter dem Aktenschrank da drüben. Das wird wahrscheinlich eine Feldmaus sein. Nein, nein, da war eine Schlange. Es war definitiv eine Schlange. Du musst sie finden, bevor Charlotte zurückkommt. Ach, Terry? Ja? Hast dein Essen vergessen. Ja. Wo sind meine Müsli-Riegel mit Schokolade, Mick? Dafür hast du ein extra Sandwich. Ja, aber ich brauche was Süßes zum Nachtisch. Na, es ist ein Honig-Sandwich. Ist nicht dasselbe, Mick. Eine Packung Müsli-Riegel pro Woche kostet $3. Das sind über $150 im Jahr. Die können wir sparen. Ja, und? Das sind $150 mehr, um unser Land abzuzahlen. Und wenn wir 10 Dinge finden wie die Müsli-Riegel, dann sind das bereits $1500 pro Jahr, die wir sparen. Und welche 10 Dinge? Deine oder meine? Deine und meine. Wir wollen beide das Stück Land, also müssen wir beide Opfer bringen. Hey, Mom. Tess meint, da ist eine Schlange im Büro. Kannst du mal nachsehen? Ich hab zu tun, mach du's doch. Ich hab auch zu tun und du kennst ihre Schlangenmacke. Ist wahrscheinlich nur Einbildung. Gib's auf. Lohnt sich nicht bei dem Schrott. Hab keine andere. Guck mal, was ich hier habe. Ich glaub, nur einen im Schuppen. Wo ist der Haken? Da ist kein Haken. Ich dachte, du und Alex könnt sie brauchen. Sieh dir deine Pumpe an. Ist er noch in Melbourne, ja? Amüsiert sich wahrscheinlich zu gut. Er lernt da wohl den Rest seiner Familie kennen? Tja, wäre sonst unhöflich. Ich kann dir helfen, sie aufzubauen. Ist das nicht eilig? Maler sind noch da. Alles voller Dreck. Hilft dir Sandra noch beim Einrichten? Ja, ich muss mich noch entscheiden, ob Terrakotta besser ist oder gebranntes Karamell. Zum Essen? Nein, zum Angucken. Ist doch beides braun, oder? Habe ich auch gesagt. Das war verkehrt. Alex wird sich darüber freuen. Reparieren ist nicht sein Ding. Ja, du kennst ja Alex. Wenn es nicht nagelneu, mit neuester Technik ist, bemerkt das nicht mal. Guck doch mal, die kleinen Kragehändchen. Wie machen die Charlotte? Die machen... Pass auf, Babysprache kann zur Angewohnheit werden. Bald sagst du Töff-Töff-Traktor und Muku. Ich will in Übung bleiben für ihren kleinen Bruder. Genau fürs Brüderchen. Ah, Mepsi bekommt also ein Brüderchen. Oh, von mir aus auch noch 2, 3 Schwestern. Du planst eine Dynastie? Nein, ein Fußballteam. Nun, sehr gern. Solange du sie kriegst. Hey, lass uns ein Foto machen. Hallo. Entschuldigen Sie. Sehr schön. Könnten Sie uns fotografieren? Ja. Ja? Gut, danke. Komm, kleine Foto. Foto. Ja, los. Dankeschön. Sag Babys. Ist die süß. Oh, bitte noch eins. Noch eins, danke. Sag Drillinge. Jetzt gehst du zu weit. Ach, dann hat man's hinter sich. Na gut, okay. Tess, hast du wirklich eine Schlange gesehen? Jetzt, wo Claire weg ist, können wir keinen entbehren. Welche Schlange? Jodie sagt, du hättest einen im Büro gesehen. Oh, ich habe mich wahrscheinlich geirrt. Gut, wir sehen nach. Man kann nicht vorsichtig genug sein mit einem Baby im Haus. Wie schön deine Mutter war, hatte ich fast vergessen. Das muss schlimm gewesen sein, als sie krank wurde. Ist alles in Ordnung? Ich werde nur immer traurig, wenn ich an Mom denke. Ich sehe jetzt mal nach dem Courier. Isabel. Brav. Hast du Hunger? Ja, klar. Du hast Hunger. Du bist hungrig. Komm, Isabel, wir müssen das Baby füttern. So ist es gut. Du hast ein sehr hungriges Baby zu füttern. Oh ja, hey. Bis dahin. Komm, Isabel, du hierhin. Hier. Jetzt wirst du gleich gefüttert. Ist ja gut. Guten Tag. Hallo. Hat Tess schon angerufen mit der guten Nachricht? Nein. Das Kriya wurde heute Morgen geboren.
Geht's Mutter und Kind denn gut? Ja, sieht so aus. Bei Tess bin ich mir nicht so sicher. Ach ja? Wer wird schon gern Oma? Oh, komm hier. Okay, schon gut, schon gut. Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Ja, aber es ist erst ein paar Stunden alt. Es soll bei seiner Mutter trinken. Hat das aber nicht. Naja, du gibst ihm ja keine Chance. Nun, wir waren etwas besorgt. Jetzt wissen wir wenigstens, dass es gefüttert worden ist. Im Internet steht, es braucht die Antikörper aus dem Kolostrum in den ersten 12 Stunden. Dann hast du die Stelle mit der Bindung überlesen. Ich weiß, was ich tue. Ich auch, ich bin Tierarzt. Vergessen. Hör doch auf, mich anzuschreien! Das, tue ich nicht. Du schreist mich an. Ich gehe mal im Internet nachsehen, wie man das Kriya dazu bringt, zu saugen. Tut mir leid. Alles okay? Ja, bestens. Ich habe wohl Panik gekriegt. Es ist mein erstes Kriya. Ich habe hysterisch reagiert, das ist alles. Schon klar. Gut, bringen wir es zurück zur Mutter. Also, je öfter du es anfasst, desto unwahrscheinlicher ist, dass sie es annimmt. Ich mach's, geh du wieder an deine Arbeit. Gut. Brustkrebs? Was Sie über Brustkrebs wissen sollten. Hi. Wenn du mit deiner Arbeit fertig bist, kannst du weiter nach der Schlange suchen. Mom, Tess leidet unter Verfolgungswahn. Sie denkt, sie hat eine gesehen, also such bitte. Sklavenarbeit, dafür bin ich gut genug. Und Becky kann dir helfen. Okay. Tess, weißt du, wenn irgendwas nicht stimmt, kannst du immer mit mir reden. Ich habe bei dem Kriya was falsch gemacht, das ist alles. Ich hoffe, ich habe es nicht völlig verpatzt. Aber das habe ich nicht gemeint. Falls sonst noch irgendwas ist, dann... Es ist nichts. Keiner weiß davon, aber Terry hatte ein gesundheitliches Problem. Er hat mit keinem darüber gesprochen. Ist er wieder okay? Er ist gesund. Aber er hatte sich so reingesteigert, dass er dachte, er wäre krank. Es hat sich herausgestellt, dass er sich ganz umsonst gesorgt hat, um nichts. Das ist doch gut. Ich werde jetzt nach den Rindern sehen. Komm. Tess! Oh, du bist ja so eine Süße. Hey! Ja. Hör nicht hin. Glaub ihm kein Wort. Wieso tust du's? Ich bin Weichei. Ich setze da schon mehr auf meine Tochter. Heißt das, ich brauche mich nicht anzustrengen? Ein dummer Spruch genügt dir? Nur wenn er von dir kommt. Hallo? Oh, hi, Mick. Ich wollte nur fragen, wann du wiederkommst. Ach, es war etwas schwieriger, den Abgeordneten zu treffen, als ich dachte. Also, wahrscheinlich morgen. Geht's nicht früher? Wieso? Ach, es ist, eigentlich nichts, nur das Vieh muss gedrenscht werden. Und gestern wurde das Kriya geboren, trinkt aber noch nicht richtig. Nun, Becky und Jody können sich doch ums Vieh kümmern und Tess die Alpakas versorgen. Es ist Tess, sie macht mir Sorgen. Was ist mit ihr? Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber... Claire, du solltest nach Hause kommen. Ich glaube, sie ist krank. Ich bin schon unterwegs. Mit Tess stimmt etwas nicht. Einfach weiß. Senba meint, das sei nicht warm und einladend genug. So viel Braun schreckt doch die Leute ab. Ja, aber es ist nicht braun, es ist Terrakotta. Mick hat mal mit mir geschimpft, weil ich einen Pulli in Mint und Aubergine gekauft hatte. Ich wusste nicht, was sie meint und habe ihn immer getragen, bis sie stinksauer war. Was ist Aubergine und Mint? Violett und Grün. Wenn sie die richtigen Namen benutzt hätte, hätten sie uns eine Menge Ärger erspart. Ich sag Senba, ich will Aubergine und Mint, dann bettelt sie mich bestimmt um weiße Wände an. Ah, eine umgekehrte Psychologie. Gute Idee. Was meinst du? Hm? Brandneu. Das registriert Alex sicher. Spitzentechnik, neuestes Modell. Aber wenn ihr es nicht wollt? Schätze, wir können es brauchen.
Schönes Teil. Wir haben überall gesucht. Keine Spur von einer Schlange. Sag ich doch, Tess ist paranoid. Geht drauf ein und sucht weiter. Hat sie die Mutter irgendwo hingebracht? Nein, sie wollte nach dem Vieh sehen. Hat das Gatter wohl offen gelassen. Sieht ihr gar nicht ähnlich. Los, wir teilen uns auf und suchen, Isabel. Erst Schlangen, dann Alpakas. Der Tag fängt ja toll an. Egal was ist, sag nichts davon zu Tess. Wieso? Ich will nicht, dass sie sich aufregt und sich Vorwürfe macht. Okay, sagst du mir nochmal, warum wir Alpakas haben? Weil sie auf die Schafe aufpassen und Tess sie mag. Ja, und warum versucht sie, sie nicht wieder einzufangen? Oh, pass auf! Oh. Was hat Tess wohl? Was meinst du? Hast du viele Mungobohnen gegessen? Oder Sojabohnen vielleicht? Sie hasst Sojabohnen. Zu viel Tofu vielleicht. Ihr habt sie gefunden. Ja, ihr hat die Gesellschaft gefehlt. Sie wollte wieder zu ihren Kumpels. Ey. Na, wenn's das war, bringen wir die Kumpels doch zu ihr. Na toll, müssen wir die Emmen jetzt auch noch hierher bringen? Dann beruhigt sie sich wieder. Oh, sie sind wieder da. Oh, super, meine Höschen. Ich fahre jetzt nach Haus. Dann hast du Zeit für Tess. Danke. Hey, Leute! Wie war's? Willkommen daheim, ihr zwei. Danke. Hallo, Schätzchen. Wie war die große Fahrt? Den Flieger fand sie toll. Sie ist die geborene Pilotin. Schön, dass ihr es heute noch geschafft habt. Ich hatte den Lärm und den Gestank sowieso. Und wie war's in Melbourne? Melbourne war toll. Soll ich mit anfassen? Ja, danke. Oh, Tess ist ausgeritten. Sie müsste bald wieder da sein. Ich gehe jetzt lieber. Ruf mich an. Alles klar. Eindeutige Körpersprache. Ich hab gedacht, ihr bleibt noch ein paar Tage länger in Melbourne, Claire. Ja, wollten wir auch, aber Alex musste wieder zurück. Oh. Kannst du mir beim Auspacken helfen? Nein, erst die Einkäufe. Später, Jody, lass doch Claire erst auspacken. Aber wenn sie uns die Mitbringsel jetzt gibt, hat sie weniger auszupacken, oder? Oh, wie du so viel für Höschen ausgeben kannst, ist mir schleierhaft. Oh, vielen Dank, Claire. Weißt du, ich finde sie einfach wunderschön. Bitte sehr, für dich. Du brauchst es mir nichts mitzubringen. Oh, das ist super, vielen Dank, Claire. Ist das hier das, was du haben wolltest? Rasse, Geschlecht und Kulturpolitik im 18. Jahrhundert? Genau das. Gut. Ich habe mal drin geblättert. Richtig spannend. Bitte sehr, Tess. Das müsste für eine Weile reichen. Oh, danke. Habt ihr Fotos gemacht? Oh, Tess, ich glaube, lass mal sehen. Ich hab's gewusst. Du und Alex? Ja. Ich wollte bloß am Telefon nichts sagen, wisst ihr, ich... Nein, das ist... Ist wundervoll. Ich bin sehr glücklich mit ihr. Entschuldigt. Du musst damit zum Arzt gehen. Ich will nicht. Doch, Tess, das musst du. Aber wozu? Die verpassen einem nur eine Chemo und durch die Chemo fühlt man sich elend und am Ende stirbt man sowieso. Tess, du weißt nicht, ob es Krebs ist. Es könnte auch harmlos sein. Es tritt 2 bis 3 Mal häufiger auf, wenn es in der Familie liegt. So steht's im Internet. Es kann trotzdem sein, dass es nichts ist. Ich habe meine Mutter sterben sehen. Ganz langsam, qualvoll, und ich konnte überhaupt nichts dagegen machen. Auch wenn du es hast, musst du doch nicht daran sterben, Tess. Ja, aber es überlebt doch nicht jeder. Das ist ja eine positive Einstellung. Was willst du tun? Aufgeben? Nein! Ich weiß es nicht, aber es wäre möglich. Was sagt Dave? Er weiß es nicht. Dave hat schon eine Frau verloren. Ich will nicht, dass er sich Sorgen macht. Sollte es doch harmlos sein. Ja, und ob es das ist, weißt du erst, nachdem ein Arzt dich untersucht hat. Aber wenn ich nun recht habe, Claire. Wenn ich nun doch Krebs habe. Dann gehen wir damit um. Ganz vergessen. Ich freue mich so für dich und Alex. Ihr beide seid füreinander geschaffen und ich möchte alle Einzelheiten hören. Unter einer Bedingung. Dass wir zuerst einen Arzt anrufen. Na gut. Okay, komm mit. Ja. Also morgen 10 Uhr. Danke. Nein. Ich muss das Krea versorgen und Nick und ich müssen allmählich die Luzerne pflanzen. Und dann,
10 Uhr morgen in Fischer. Vergiss mal die Arbeit. Die können die anderen machen. Tess, ich wollte dir nur sagen, wir suchen immer noch nach der Schlange. Schlange? Wir finden sie bestimmt. Ah, Jody, ich... Was ist mit Mapsy? Ihr wisst, wenn eine Schlange im Haus ist... keine Schlange. Du hast doch gesagt... Das war gesponnen. Ich wollte nicht, dass du siehst, was ich auf dem Bildschirm lese. Tut mir leid. Sie hat einen Knoten, sie hat keinen Krebs. Viele Leute haben Knoten, das muss nichts Schlimmes sein. Guckst du bei dir nach? Ja, manchmal. Ich habe immer gedacht, ich bin zu jung. Wenn man sie nun, naja, rausschneiden muss, um alles loszuwerden, ich glaube, dann verliere ich lieber einen Arm. Ja, aber den Arm brauchst du, die Brust nicht unbedingt. Klar brauchst du die. Nein, die Amazonen haben sich mit Absicht einer abgeschnitten. Woher weißt du das? Ich habe im Fernsehen gesehen. Die Brust war im Weg, wenn sie mit Pfeil und Bogen geschossen haben. Eine Brust? Aber dann bin ich doch keine Frau mehr. Natürlich, es gibt künstliche. Ist nicht dasselbe. Du würdest den Unterschied merken, dein Freund auch. Hey, wenn dein Freund dich nur wegen der Brüste mag, bist du ohne ihn besser dran. Naja, manche Männer stehen auch mehr auf Beine. Okay, alles klar. Komm. Wie lange hat Tess es von der Mutter getrennt? Ach, vielleicht eine Stunde. Wenn sie das Kleine nicht bald annimmt, müssen wir es mit der Flasche aufziehen. Hm. Jody und Becky bringen die anderen schon her. Es sind ja Herdentiere. Wenn sie unter ihresgleichen ist, beruhigt sie sich vielleicht. Dann nimmt sie das Krea eher an. Ja, kann man versuchen. Weißt du, ich würde fühlen, wenn Tess etwas Schlimmes hätte, aber ich fühle nichts. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie ich sie beruhigen kann. Du brauchst gar nichts zu sagen. Sei einfach für sie da. Wir können ihr ja alle helfen. Und Alex? Und was hältst du davon? Hat ja lang genug gedauert. Ich hoffe, sie fragt nicht nach dem Krea. Sie soll sich keine Sorgen machen. Danke. Du solltest dir doch den Tag frei nehmen. Ach, ich muss irgendwas tun. Und wie geht's dem Krea? Gut. Ich habe noch nicht ausgepackt. Lass uns heute Abend was Besonderes essen. Ich würde sonst was für einen anständigen Braten geben. Wann kommt Alex denn vorbei? Gar nicht. Dafür ist noch reichlich Zeit. Ich vergesse schon nicht, wie er aussieht. Was ist mit Dave? Nein, ich will ihn nicht anlügen müssen. Und ich hoffe, dass ich es ab morgen auch nicht mehr nötig habe. Gut. Dann ist ein Weiberabend angesagt. Die muss ja bescheuert sein. Ich bin das Beste, was Claire je passiert ist. Und das weiß sie auch. Ist Harry senil geworden, oder was? Bestechung. Er meint, man hat ihn ersetzt. Harry kauft mir eine Bewässerungsanlage. Bryce will mich in die Staaten einladen. Ja, es hat auch seine Vorteile mit zwei Vätern. Und wie lief es mit Bryce? Ist ein Arschloch. Genau wie Harry. Das erklärt dann, warum du so geworden bist. Hm? Denkst du, Harry ist so besorgt, dass er uns einen neuen Traktor kauft? Kannst es versuchen, solange du ihn nicht mitnimmst, wenn du nach Drovers ziehst. Ich gehe hier nicht weg. Wieso nicht? Ich will nichts überstürzen. Ja, klar. Nach 15 Jahren. Sicher. Wir wären noch länger in Melbourne geblieben, aber... Was? Weißt du, Mick hat angerufen. Sie wollte, dass Claire gleich nach Hause kommt. Es ist irgendwas mit Tess. Na los. Ich habe die Nase voll von Alpakas für den Rest des Jahrtausends. Sie ist ziemlich dünn. Ja, ich rufe Dave gleich morgen an, wenn sich nichts ändert. Wo willst du hin? Ich weiß nicht, an dunklen, stillen Ort, um von der Tropeninsel zu träumen, wo es keine Alpakas gibt. Na, wir sind noch nicht fertig. Du hilfst mir mit Isabel und Becky hilft dem Krea, die Zitze zu finden. Wir müssen uns mit dem Füttern alle paar Stunden abwechseln. Alles okay? Knoten tun nicht weh, Claire. Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich komme damit zurecht. Ja? Ja. Nacht. Nacht. Tess, hast du Lust auf Eis? Ja, klar. Ich glaube, Tess hat nichts Ernstes. Ja, natürlich. Es ist bestimmt harmlos. Geht's dir gut? Du hast mir letzte Nacht gefehlt. Ja, mir auch. Wie wär's mit heute Nacht? Lass uns abwarten, wie es läuft. Also, wie kann es denn 15 Jahre dauern, bis man sich endlich verliebt?
Vielleicht haben sie sich immer geliebt und wussten es bloß nicht. Das ist doch Unsinn. Wenn man verliebt ist, kann man weder essen, noch schlafen, noch klar denken. Und wenn sie das ein Jahrzehnt durchgemacht hätten, wären sie jetzt beide verrückt. Du hast gerade eine Frage beantwortet. Naja, ich kann auch nicht mehr klar denken. Meinst du, so ist das, wenn man ein Baby hat? Du hast keine Ahnung. Bier? Ich trinke nicht viel Bier. Oh, ich trinke gar keins. Was ist mit Zeitschriften? Hör auf, ich kaufe fast nie welche. Und ich nie. Shampoo und Conditioner. Also nimm normale Seife, so wie ich, und ich verzichte dafür aufs Deo. Kommt nicht in Frage. Ist ja nur für ein paar Jahre, wie du sagst. Und wenn du ein Ziel hast wie wir, was bedeuten da schon ein paar elende Jahre? Terry, wenn du kein Deo benutzt, habe ich die elenden Jahre. Wie geht's dem Creer? Es saugt noch immer nicht. Gut, dann macht weiter. Ich rufe Dave an. Mom, wir waren die halbe Nacht auf. Geht uns allen so. Wir sind zwei weniger ohne Claire und Tess. Wir machen das schon. Willst du noch Wasser? Nein, ich habe genug. Zeitschrift. Prinz Charles heiratet Lady Diana Spencer. Ich glaube, die kenne ich schon. Hier ist ein Kreuzworträtsel. Hast du einen Stift? Nein, daran bin ich ganz schlecht, Claire. Ja, ich auch. Tess McLeod? Mein Name ist Tim Siegel. Ich bin der Radiologe. Oh, dann machen Sie das. Ultraschall, ja. Sie können sich da hinten ausziehen. Ehrlich gesagt, hatte ich eine Ärztin erwartet. Nichts gegen Sie. Nein, schon gut. Leider bin ich heute der Einzige. Oh. Sie können sicher sein, dass ich das schon sehr oft gemacht habe. Also trotzdem wäre mir eine Frau lieber. Ich komme ein andermal wieder. Ist schon okay. Oh, Tess, du müsstest wochenlang warten. Der Termin war zufällig frei. Wäre es okay, wenn ich dabei bleibe? Ja, klar. Na komm. Es liegt bei ihr in der Familie. Auch darum ist Claire so besorgt. Brust in dieser Zyklusphase immer Knoten? Weiß nicht. Möglich wäre es, kann sein. Meinen Sie, das liegt in meinem Zyklus? Bei der Vorgeschichte Ihrer Familie hätte ich gedacht, Sie prüfen das zu unterschiedlichen Zeiten. Können Sie etwas erkennen? Noch etwas Geduld. Ich bin noch nicht fertig. Wolltest du dir das neue Familienmitglied ansehen? Ist Tess da? Ah, nein, die ist in die Stadt gefahren. Ich dachte, du würdest sie begleiten. Warum denn? Sie ist zum Arzt. Was? Was für ein Arzt? Wozu? Ach, das wird sie dir sicher sagen. Tut mir leid, ich muss wieder los. Was soll sie mir sagen, Nick? Er hat nicht gesagt, dass es Krebs ist. Auch nicht, dass es keiner ist. Er hat gesagt, er schreibt einen Bericht und schickt ihn an den weiterbehandelnden Arzt. Hört sich doch routinemäßig an. Ja, weil er mir die schlechte Nachricht nicht überbringen will. Bitte. Tess, wir wollen heiraten, richtig? Wenn etwas nicht stimmt, warum erfahre ich es dann zuletzt? Das war nicht meine Absicht. Aber Nick, hast du es erzählt? Nein, habe ich nicht. Ich habe dir nichts gesagt, weil du dir keine Sorgen machen solltest. Ich nicht weiß, was es ist. Jetzt mache ich mir Sorgen. Ich habe einen Knoten in meiner linken Brust entdeckt. Ach so. Und? Es war was zu sehen auf dem Ultraschall, aber ich weiß erst genaueres, wenn der Arzt anruft und mir das Ergebnis durchgibt. Es wird alles gut, okay? Glaub mir, ich bin Tierarzt. Vergiss es, glaub mir. Warst du und Claire? Ja. Ich dachte immer, die kriegt man nicht. Ach, ich sehe besser aus. Na, solange es Hand und Fuß hat? Ja, das hat es, Dad.
Seid ihr deshalb so lange in der Stadt geblieben? Na, ich wollte, dass Claire Bryce kennenlernt. Hast du dich mit ihm verstanden? Er hat mich zum Skifahren eingeladen. Skifahren? Ja, in den USA. Die neue Bewässerungsanlage ist ein Segen für eure Felder. Ja, wenn wir rechtzeitig die Ernte einbringen. Unser Traktor ist im Eimer und wir haben nicht das Geld für einen neuen. An welches Modell hattest du gedacht? Hast du Dad schon gesagt, dass Bryce ein Arsch ist? Ein eingebildeter Großstadtanwalt, was hattest du erwartet? Was ist mit dem neuen Traktor? Lieber spann den Bogen nicht. Na, vielen Dank. Ich hatte ihn fast gewartet. Ich weiß. Nagellack. Terrakotta. Hübsch. Ist das eher so ein, sagen wir mal, dunkler Haselnusston oder mehr so eine Karamellrostschattierung? Ich nenne es braun. Die sind für dich. Müsli-Riegel. Ich hatte noch eine Großpackung versteckt. Aber ist nicht mehr als ein. Wir fahren nämlich heute nach Gangalen zum Chinesen. Wie passt das denn ins Budget? Ich finde, wir können auch später noch sparen. Du bist ein Schatz. Oh, Vorsicht, meine Zehen. Oh, verzeih. Also, Mom geht zum Chinesen und wir kriegen die Tomatensauce des armen Mannes. Oh Mann, ich kann diese Dose nicht von einer anderen unterscheiden. Weißt du, in Italien, da nehmen sie die Sache mit den Dosentomaten sehr ernst, Becky. Also ich sag dir, Tess leidet nicht unter Verfolgungswahn. Julie, wie kannst du das sagen? Es kann doch sein, dass sie keinen Krebs hat. Ich meine nicht die Knoten. Ich rede von der Schlange. Es ist alles okay. Ich hab's nicht verpatzt. Nein. Die Mutter-Kind-Bindung hat geklappt. Ich denke, Sie werden auf lange Sicht keine psychologische Betreuung wegen irgendwelcher Trennungsängste brauchen. Ist alles okay. Wir sollten sie taufen. Bruce. Nein, sie ist doch ein Mädchen. Ja, aber es ist etwas zu früh, um sie geschlechtsspezifisch abzustempeln, meinst du nicht? Ja. Dann braucht ihr die hier wohl nicht. Nein, wir lassen die beiden in Ruhe und der Natur ihren Lauf. Das ist alles. Wir haben deine Schlange, Tess. Aber da war keine. Ich hatte das erfunden. Guck hier. Also meiner fachmännischen Meinung nach ist das auf jeden Fall eine echte Schlange. Dann hattest du wohl einen sechsten Sinn. Tess, Telefon für dich. Die Klinik. Ja? Ja. Aha. Ich verstehe. Okay, vielen Dank erstmal. Ja, wiederhören. Sie wollen weitere Untersuchungen machen. Was denn für Untersuchungen? Also, Sie wollen eine Nadelbiopsie machen. Dabei Dabei gehen Sie mit der Nadel rein und... Ja, und dann entnehmen... Sie einige Zellen. Ja, Sie entnehmen Zellen. Ist wohl nichts Dramatisches. Ist es nicht. Bestimmt nicht, okay? Die haben alle ihren diagnostischen Kram und wollen ihn benutzen, das ist alles. Reine Routine-Sache. Ja. Alles wird gut. Ist Charlotte im Bett? Sie ist sofort eingeschlafen. Die Ärzte sind nur vorsichtig, weißt du? Ja. Soll ich wieder gehen? Nein. Es ist so unfair. Ja, ich weiß. Ach, wenn ich dich jetzt nicht... Das hätte. Hast du. Und daran ändert sich auch nichts. Thank you.
knarrenden Dielen. Ich war wach. Guck mal. Deiner ist noch da oben, Tess. Mein Stern. Wir wünschen uns was. Helfen wir ein bisschen nach.